Quickborn, die Stadt mit dem freundlichen Namen. Quick, das ist lebendig, aber auch lebhaft, munter, eben keck. Und Born, das ist der Brunnen oder die Quelle. Wir übersetzen Quickborn deshalb mit sprudelndes, lebendiges Wasser. Im Niederdeutschen meint das Wort da den Jungbrunnen. Seinen Namen mag Quickborn von einem kleinen Bach, dem Hörnborn, haben, der alten Wasserader des Dorfes. Dieser Hörnborn floss über das Grundstück, auf dem heute das Rathaus steht. Er bog sodann ab auf das alte Dorf zu und floss zwischen der Kirche und der Schule hindurch. Es war zwar ein kleiner Bach, aber Gewitter und Platzregen konnten ihn fast unpassierbar machen. 1753 musste deshalb eine Beerdigung von 12 auf 14 Uhr verschoben werden. Nur noch ein kleines Stück des früheren Bachbettes ist erhalten. Etwa von hier an nutzten die Anlieger das Wasser des Hörnborn nach vereinbarter Regelung. Nach diesem Plan durften die Nachbarn den Bach jeweils für einen Tag stauen, wohl vor allem für die große Wäsche. In jüngerer Zeit nutzten ihn auch Handwerksbetriebe, wie der Färber Rummel, der sich 1838 an der Stelle ansiedelte. Die gewerbliche Nutzung, unter anderem auch noch durch einen Gerber, rief bei den Quickbornern mehr als nur ein Naserümpfen hervor. Und so wurde der Bach 1937 in den Untergrund verbannt. Der Born lief nun auf den alten Ortskern zu, berührte ihn eine kleine Strecke und machte eine Wendung in die Wiesen hinein, auf den Hauptfluss der alten Grafschaft Pinneberg zu, die Pinnau. Der mittelalterliche Kern des Dorfes Quickborn befand sich an einem überörtlichen Hauptweg, der einfach die Straße genannt wurde. Auf ihrer westlichen Seite lagen ursprünglich 10 bis 12 Gehöfte, im Halbrund angeordnet, die Niederung der Pinnau durch Wiesen erschließend. Viel ist von den alten Vollbauerhöfen nicht mehr auszumachen. Am deutlichsten spricht eigentlich eine Lücke, die älteste Baulücke Quickborns. Hier stand bis 1593 der Hof eines Klaus Krohn. Krohns Anwesen wurde dem damals entstehenden Herrenhof der Grafen von Schaumburg zugeschlagen, der dem italienischen Überseekaufmann Alessandro della Rocca verpachtet wurde, nach dessen Konkurs aber bald zum Abbruch anstand. Quickborn wird erst im späten Mittelalter urkundlich erwähnt, nämlich dreimal im 14. Jahrhundert. 1369 wurde das Dörfchen für 10 Mark verpfändet. 1389 vermachte der Hamburger Bürger Johannes Puster eine Hufe in Quickborn, der Marienkirche seiner Heimatstadt. Die älteste Urkunde aber aus dem Jahre 1323 ist leider dem großen Brand von Hamburg 1842 zum Opfer gefallen. Nach dieser Quelle übertrug Graf Adolf der VII. Von Holstein dem Hamburger Bürger Hinrich Halstenbek die höhere und niedere Gerichtsbarkeit über eine Hufe in Quickborn. Zu Beginn der Neuzeit war Quickborn mittlerweile ganz dem Hamburger Domkapitel zugehörig. 1564 verkaufte dieses das Dorf mit 12 Höfen an den Grafen Otto von Schaumburg. Erste Existenzgrundlage der Bauern war die Viehwirtschaft, wie sich aus der Lage der Höfe auf die Pinnauwiesen hin ergibt. Abends wurde das Vieh auf eine große Wiese im Zentrum getrieben. Der Hirt wohnte unmittelbar nördlich dieser Nachtweide. Damit die Pinnauwiesen für die Mahd geschont wurden, brachte der Dorfhirt das Vieh in den Wald oder im Herbst zur Stoppelweide auf das Feld. Das älteste gemeinschaftlich im Flurzwang bewirtschaftete Feld hieß das Grot- oder auch Nordfeld. Für seine Teilbereiche sind etliche Flurnamen überliefert, die auf die Rodung früheren Waldbestandes hinweisen. Weitere Felder wurden nach und nach erschlossen.
der Feldbeen, etwas früher noch, gleich im Osten der alten Siedlung, die Redloh, wo man, wie der Name sagt, den Wald rodete, nachdem er wohl durch die Schäden infolge der Beweidung zu einem verkrüppelten Buschbestand degeneriert war. Im südlichen Anschluss dazu machten die Bauern das Sur- oder Süderfeld nutzbar. Und schließlich im Osten den Langenkamp, ein Feld, das seinen Namen deshalb bekam, weil auf ihm den Höfen jeweils ein Streifen von etwa 15 mal 300 Meter zustand. Im Redlohfeld liegt eine Rarität verborgen, der Lüttesee, heute auch Prophetensee genannt. Er heißt so, weil er sich anders als die meisten Seen und Teiche verhält, oder besser verhielt. Schien die Sonne warm hernieder, stieg sein Wasserspiegel. Regnete es tagelang, fiel sein Spiegel trotzdem ab. Die Prophetie des Sees lockte schon vor Jahrhunderten die Hamburger Kaufleute herbei, die anhand des Seespiegels meinten, erkennen zu können, wie es um die künftige Witterung und damit um die Ernte und infolgedessen um die Kornpreiskonjunktur bestellt sein würde. Der Prophetensee ist sinnbildlich als Seerosenblatt in das Stadtwappen eingegangen. Die zweite Seerose symbolisiert den Groten See, den um 1878 ein Anlieger nach dem Namen seiner Frau Elsensee taufte. Ein dauerhafter Liebesbeweis, denn so heißt der See immer noch. Eine eigene Kirche hatte das Dorf Quickborn im Mittelalter nicht. Seine Einwohner mussten vielmehr einen Fußweg von etwa 10 Kilometern zum Gottesdienst nach Rillingen unternehmen. Nun erzählt eine Legende, die Quickborner hätten ein Marienbild in eine Linde genagelt und die Rellinger Priester hätten den Leuten eingeredet, die heilige Jungfrau müsse ein Obdach haben. Also wurde, wahrscheinlich um die Mitte des 15. Jahrhunderts, eine kleine Kapelle gebaut, nur 20 Fuß im Geviert, das heißt knapp 35 Quadratmeter. Als Marienkapelle wird sie endgültig bezeugt durch den ältesten Abendmahlskelch von 1519 mit der Inschrift »Desse Kelch hort Marien to Quickborne«. Bisher geistlich durch einen der beiden Rellinger Priester versorgt, erhielt Quickborn 1587 seinen ersten eigenen Pastor und durfte sein erstes Kirchlein 1589 einweihen. Das Kirchspiel war denkbar klein, die Versorgung des Pastors dürftig. Erst 1685 gelang es, die Dörfer Haslow und Garstedt zusätzlich von der Parochie Rellingen abzuspalten. Die heutige Marienkirche, geschaffen vom königlichen Landesbaumeister Christian Friedrich Hansen, wurde 1809 eingeweiht. Sie hatte noch keinen Turm, sondern einen Dachreiter. Erst 1863 wurde der Turm gebaut. Heute hat Quickborn einige weitere Kirchen. Die katholische Kirche St. Marien, 1953 konsekriert, die evangelische Freikirche, die neuapostolische Kirche und das Gemeindehaus der Martin-Luther-Kirchengemeinde. Eine Orgel erhielt die Marienkirche erst 1754. Bis dahin musste der Schulmeister und Kantor mit starker Stimme und im Verein mit seinen Schulkindern die Gemeinde auf dem richtigen Ton halten. Eine Kirche kommt eben ohne die Schule nicht aus, wie denn ja auch die Juraten, die Kirchgeschworenen, sich auf das Rechnen verstehen mussten. Und zwar ist über den Schulunterricht erstmals 1611 etwas überliefert, aber man wird davon ausgehen können, dass 1589 mit der Gründung des Kirchspiels auch eine dazugehörige Schule eingerichtet wurde. Nachdem Küster Jürgen Könke 1639 wegen Ehebruchs aus dem Lande gejagt worden war und der Dreißigjährige Krieg viel Plagen gebracht hatte, wurde wohl nur sporadisch unterrichtet. Vielfach durch, wie auch immer, qualifizierte fremde Schulmeister, die der Krieg hierher verschlagen hatte. Der Unterricht muss in der Wohnung des jeweiligen Schulehalters stattgefunden haben,
Denn erst 1663 bemühte sich die Gemeinde um den Kauf eines Hauses, das als Küsterei dienen konnte, als Dienstwohnung und Arbeitsplatz des Lehrers, der nebenbei auch Küster und Kantor bzw. Organist war. Seit 1663 wird in diesem später mehrfach umgebauten Haus Schule gehalten. Kirche und Schule waren dem alten Ortskern östlich vorgelagert und entwickelten sich zu einem neuen Zentrum. Um das Gotteshaus herum siedelten sich Handwerker, Höker und, auch dergleichen braucht ein Kirchdorf, Krüger an. Diese Entwicklung vollzog sich sehr langsam. Denn 1628 hat die Pest, wie es heißt, 14 Stiege Menschen, vor allem die jungen Mädchen, dahin gerafft. Das sind 280 Einwohner, etwa jeder zweite. Erst um 1700 dürfte der Verlust ausgeglichen gewesen sein. Durch die Zunahme der Einwohnerzahl wurde Quickborn, das eine große Gemarkungsfläche hatte, zu einem der pöpliertesten Dörfer im Pinnebergischen, wie es 1735 in einer Eingabe ausgedrückt wurde, als die Gemeinde um das Marktrecht bat. Von ihm versprachen sich die Bauern einen profitableren Absatz ihres Zuchtviehs und die Handwerker einen Aufschwung ihrer Gewerbe durch die Marktrechte. In einem Jahr wurde dem Ort daraufhin tatsächlich das Privileg verliehen, an drei festgesetzten Tagen jährlich Vieh- und Krammärkte abzuhalten. Für heutige Maßstäbe war der Marktplatz wohl klein, aber die Bedeutung des Handels immens. Allerdings hatten die ortsansässigen Handwerker nichts als Konkurrenz durch die fremden Anbieter. Sie selbst als Landhandwerker durften nämlich auf Jahrmärkten nicht verkaufen. Deshalb ersuchten die Schuster alsbald, 1742, um die Zunftgerechtigkeit, aber vergeblich. Immerhin durften sie ab 1748 wenigstens auf dem eigenen Markt ihre Tische aufstellen. Als hinderlich erwies sich in diesem Falle, dass die Dörfer Elmshorn und Barmstedt sich gerade eben erst 1736 die sogenannte Fleckensgerechtigkeit hatten verleihen lassen. Im Umkreis von 2 Meilen um eine Stadt oder Flecken war eine weitere Ausweisung von Zunftrechten nicht möglich. Das war eine Bannmeile von über 15 Kilometern. Auf dem Wege zur Stadt kam Quickborn ein wenig zu spät. Mit der rapiden Entwicklung der Technik und damit der rückläufigen Nachfrage nach Pferden verloren die Quickborner Märkte an Bedeutung. 1904 wurde der Vieh, 1928 auch der Krammarkt aufgehoben. Ein Blick auf die frühere Verkehrssituation zeigt, dass nicht Quickborn, sondern tatsächlich Barmstedt und Elmshorn die Fleckensgerechtigkeit zukam. Beide lagen am großen Ochsenweg, auf dem von Jütland herunter jährlich tausende Tiere getrieben wurden. Weit östlich an Quickborn vorbei verlief eine weitere, weniger bedeutende Drift über die große Harzheide. Diese Landschaft nun, die zu einem großen Teil innerhalb der Quickborner Gemarkung liegt, war ein wahrlich einsames Heidegebiet. Eine einzige unfruchtbare Gegend aus eiszeitlich angeschwemmten Sandmassen. Wir sehen viel Wild auf dieser Harzheide, aber im Gegensatz zu heute keinen Wald. Nördlich, südlich und westlich von Quickborn dagegen finden sich Baumbestände von erheblichem Umfang. Die Landtafel des Daniel Frese von 1588, ein Jahr vor dem ersten Kirchbau, zeigt geradezu sinnbildlich, wie die Siedlungsrodung des Grotfeldes und der weiteren Dorfgemeinheiten eine große Lücke in den Waldbestand gehauen hat. Hier stand einmal derart viel Wald, dass die Verwaltungseinheit, der Quickborn als größter Ort zugehörte, Waldvogtei hieß. Mit der Begründung des Kirchspiels Quickborn wurde der kleine Ort Renzel, nur aus wenigen Hofstellen bestehend, der Waldvogtei zugeschlagen, ihr einziges Dorf auf der Westseite der Pinnau. Frese malt Renzel verhältnismäßig groß im Vergleich zu Quickborn. Man mag das symbolisch so verstehen, dass dieses immer sehr viel ärmer war als jenes. Renzel wurde Quickborn ganz unterstellt. Nicht einmal einen eigenen Vogt gab es dort.
Die verschiedenen Funktionen eines Zwischengliedes zwischen Dorf und Amt übernahm der Quickborner Vogt auch für Renzel. Heute ein Stadtteil Quickborns, ist Renzel eine überschaubare, kleine ländliche Gemeinschaft geblieben. Der Mittelpunkt des Dörfchens war lange die kleine Schule, die schon 1819 gegen Bestrebungen, sie zu schließen, verteidigt wurde. Ebenso war der Protest 1925 erfolgreich, als Quickborn ausgerechnet die Renzeler Lehrerstelle einfrieren wollte. Die Schule bestand bis 1963. Neuerdings hat Renzel einen Mittelpunkt im Dorfgemeinschaftshaus von 1994. Wandern wir die Pinau von Renzel flussaufwärts, kommen wir im Norden Quickborns an die Gronau, die aus drei Quellbächen in der Harzheide entspringt. An diesem Bach liegt der Hof Gronau, früher auch Ellerau genannt. Daniel Friese hat dieses Anwesen auf seiner Landtafel verewigt. Der Hof Gronau war lange das einzige Anwesen im Außenbereich des Dorfes. Es ist seit wenigstens 12 Generationen in der Hand einer Familie. Östlich dieses Hofes gab es nur die große Heide. In diese Richtung weist bei Friese auch ein Immenturm, ein Bienenschauer. Die Quickborner Heide als Teil der Harksheide erstreckte sich von der Nebenlandstraße nach Ulzburg bis nahe an die uralte europäische Nord-Süd-Strecke von Jütland über Hamburg. Dieses reine Sandergebiet mit reiner Heidevegetation und vielen kleinen Mooren war lange Zeit unbesiedelt. Im 12. bis 14. Jahrhundert verbargen sich hier kleine Räuberbanden und überfielen die reisenden Kaufleute auf der Heerstraße. Noch im Dreißigjährigen Krieg diente die Heide als Schlupfwinkel. Auf dem Striedkamp konnten die Schweden 1644 eine Gruppe von Freischärlern, sogenannten Schnapphähnen, überwinden. Die Straße nach Ulzburg war die Grenze zwischen der Herrschaft Pinneberg und dem adligen Gut Kaden. Die Gutsherren maßten sich an, nicht nur ihre großen Schafherden in die Heide hinüberzutreiben, sie erfreuten sich vor allem der Jagd an dem reichen Wildbestand. Erzürnt erließ der dänische König 1708 eine sogenannte Resolution. Die Heide solle den Kadenern buchstäblich zugebaut werden. Für das halbe Kaufgeld konnten hier Landstellen erworben werden. Der erste Siedler hatte sich schon 1701 sein Haus gebaut. Ihm folgten jetzt einige weitere Interessenten, anfangs vornehmlich über die Grenze entlaufene Leibeigene des Gutes Kaden. Ein ganz anderes Ärgernis störte die dänische Krone zwei Generationen später. Christian VII. Wollte nicht länger über die freie Stadt Hamburg in seine Stadt Altona gelangen und suchte eine direkte Verbindung. Deshalb wurde 1778-79 die Ulzburger Landstraße gebaut, das heißt planiert und mit Sielen und einer Brücke versehen. Die ganze Herrschaft Pinneberg wurde zu Hand- und Spanndiensten herangezogen. Für die Quickborner fiel eine Strecke von etwa einem Kilometer an, darunter die Aufschüttung eines Dammes an der Gronau. An dieser Straße siedelten sich um 1780 einige wenige weitere Siedler an. Unter anderem entstand eine Landstelle mit einer Gastwirtschaft, Eulenkrug genannt. Diese war zwar eher eine Kaschemme zu nennen, aber die Gemeindeväter von 1957 nahmen die Eule mit ins Wappen, wo sie die Quickborner Heide symbolisiert. Renzel allerdings hat kein Sinnbild im Wappen. Schon 1824 wurde eine radikale Verbesserung des Verkehrsnetzes in den Herzogtümern Schleswig und Holstein geplant. Als günstigste Trasse für die Postkutsche zwischen Altona und Kiel erwies sich der Weg über Quickborn. Die Einwohner waren, ausnahmsweise, so gutwillig, dass sie die erforderlichen Grundstücksanteile freiwillig und kostenlos an den König abtraten. So konnte hier schon 1830 mit dem Bau der Kieler Chaussee begonnen werden. Die 21 Fuß breite Chaussee wurde makadamisiert, nämlich nach einem Verfahren des englischen Ingenieurs MacAdam mit Steinschotter befestigt. Dazu brauchte man 1152 Kubikfaden Steine aus der Quickborner Feldmark,
Um rund 5800 Kubikmeter Findlinge wurde die Quickborner Heide dadurch ärmer. Am 1. Januar 1832 konnte die Strecke Altona-Quickborn eingeweiht werden. Die Schnellpost brauchte 2 Stunden und 4 Minuten. In Quickborn wurde eine Poststation mit Stallgebäuden für 40 bis 50 Pferde eingerichtet, die jedoch nur eine kurze Blütezeit hatte und schon 1850 aufgegeben wurde, nachdem die erste dänische Eisenbahnverbindung Kiel-Altona über Pinneberg 1844 eröffnet worden war. Die Kieler Chaussee wurde für über 100 Jahre zu einer Magistrale, die vor allem in den Gründerzeiten des 19. Jahrhunderts das Gewerbe anzog. Mit ihr wuchs das ländlich bestimmte Dorf zu einer zunehmend auch bürgerlich geprägten Großgemeinde. Die meisten Gebäude an dieser Straße stammen aus dem ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. Einige Häuser aus jener Zeit sind noch heute weitgehend im alten Stil erhalten. Auf dem Sommerweg der Kieler Straße wurde 1883 eine Eisenbahnstrecke eröffnet, die Altona-Kaltenkirchener Eisenbahn. Ihre Gründung war wesentlich von Quickborner Interessenten ausgegangen. Gegen das Votum der Bauern aus Renzel kaufte die Gemeinde ein größeres Aktienpaket. Darüber verschlechterte sich die Lage der auf Gedeih und Verderb aneinander geknüpften Dörfer. 1891 wurden die Separationsbestrebungen Renzels offenbar, doch genehmigte der Landrat den Antrag nicht. Hauptinteressenten der Altona-Kaltenkirchener Eisenbahn waren Quickborner Torffabrikanten, die eines der bedeutendsten Hochmoore Norddeutschlands, das Himmelmoor, auszubeuten begonnen hatten. Dieses fiskalische Moor, 600 bis 700 Hektar groß, war bis dahin nur am Rand vergraben worden. Vom Fiskus ausgewiesen waren jährlich nur je 50.000 Soden für den Pastor und die Armenkommune zu Quickborn. Mit zunehmender Verkehrserschließung geriet auch der als vorzüglich gepriesene Schwarztorf, bis 20.000 Jahre alt, ins Blickfeld der Nationalökonomen. 1850 machte das Oberlandesforstamt dem Departement der Finanzen den Vorschlag, jährlich 10 Millionen Soden auszuweisen, und der Torf würde doch noch 500 Jahre reichen. Immerhin betrug die Torfhöhe etwa 8 Meter. 1920 wurden sogar 11 Meter gemessen, die größte Torfmächtigkeit in Europa. Der Abbau im großen Stil hob wenig später an, nachdem die Technik eine neue Pressmethode entwickelt hatte, die den Torf als Brennmaterial zudem noch verbesserte. 1871 wurde die erste Torfpressfabrik im Himmelmoor eingerichtet, die gegen 30 Pfennig je Kubikmeter jährlich wenigstens 3000 Kubikmeter abbauen wollte. Um 1890 war man schon bei 36.000 Kubikmetern. Ab 1918 erfolgte die Torf- und Torfmullfabrikation maschinell und billig durch Strafgefangene, heute jährlich rund 120.000 Pressballen. In gut 20 Jahren wird das Moor erschöpft sein. Seit 1979 bemüht sich das Forstamt um eine Renaturierung abgetorfter Flächen. Jährlich arbeiten daran in einer Ferienaktion Jugendliche aus verschiedenen Nationen. Die Natur und die Eisenbahn machten Quickborn am Ende des 19. Jahrhunderts zu einem beliebten Ausflugsziel für Großstädter aus Hamburg und Altona. Familienweise fuhren die Stadtmenschen hierher, wanderten durch die Moore oder die Heide und erfrischten sich in einer der vielen Gaststätten. Eine davon, Bad Sandfurt, hatte sogar eine eigene Badeanstalt. In unmittelbarer Nähe lag ein Teil der ältesten Waldungen Quickborns, 3 Koppeln, die insgesamt auch das Königsgehölz genannt werden. Hier befindet sich ein Waldstück von besonderem historischen Interesse, die Bräutigamskoppel der Herrschaft Pinneberg. Wegen des Raubbaus an den Wäldern wurden die Dörfer schon im 16. Jahrhundert dazu verpflichtet, Eichenkoppeln für die Nachpflanzung anzulegen. Eine solche Koppel ist auch diese. Und zwar bestimmte die königliche Holz- und Jagdverordnung von 1737,
dass ein Bräutigam erst heiraten durfte, wenn er, je nach Beschaffenheit des Bodens, 10 Eichen oder 15 Buchen gepflanzt und versprochen hatte, die Pflanzen bis ins dritte Blatt zu bringen, sie also 3 Jahre lang zu hegen und gegebenenfalls eine Nachpflanzung vorzunehmen. Wie die Bräutigamskoppe waren alle Hölzungen durch Graben und Wall eingehegt, damit die Bauern ihr Vieh nicht hineintreiben oder Baumstämme entwenden konnten. Um 1790, zugleich mit der großen Landreform, mit der die Dorfgemeinheiten privatisiert wurden, begann allenthalben eine große angelegte Aufforstung. Der Fiskus hatte sich etliche Flächen reservieren lassen, in erster Linie sandige, wenig fruchtbare Böden. Die Quickborner Heide erlebte diese Aufforstung ab 1806. Hier entstanden, nach vieler Mühe und schweren Rückschlägen, etwa 120 Hektar Wald, die Gehege Grotheide, Meschensee und Kampmoor. Die Probleme mit dem Boden, erst um 1900 wurde mit tiefgehenden Dampfflügen ein Wandel herbeigeführt und sodann die intensiven Hauaktionen nach den beiden Weltkriegen, brachten es mit sich, dass allerdings weitgehend nur Monokulturen entstehen konnten. Hatte das 19. Jahrhundert für die Heide einen positiven ökologischen Schub gebracht, irgendwo in Schleswig-Holstein gab es mehr Aufforstung als im Bereich der Oberförsterei Quickborn, zielte das 20. Jahrhundert auf eine ganz gegenläufige Tendenz. Die weitaus unbesiedelte Landschaft bot sich an, sie als Produktionsstätte für Explosivstoffe zu missbrauchen. 1893 entstand die erste Sprengstofffabrik. 2 weitere Werke folgten ab 1904. Und der drohende Erste Weltkrieg und dann gar sein Ausbruch brachten eine erhebliche Erweiterung dieser Pulverfabriken. Hier arbeiteten 2000 Menschen in 3 Schichten rund um die Uhr, mehr als Quickborn damals Einwohner hatte. Beschäftigt wurden vor allem Arbeitermädchen aus Altona und Hamburg. Am 10. Februar 1917, kurz nach Beginn der Frühschicht, flog eine der Fabriken in die Luft, wenig später die Nachbarfabrik. Das Explosionsunglück forderte über 212 Opfer, mehr als Quickborner Soldaten im Ersten Weltkrieg fielen. Nach dem Kriege war eine deutsche Waffenproduktion verboten. Die verbliebenen Anlagen dienten noch einige Jahre der Herstellung, zum Beispiel von Bleimännige. Dann war es aus mit der Heideindustrie. Fast gleichzeitig mit den Pulverfabriken war 1912 am Elsensee ein großes Margarinewerk gebaut worden. Es war noch nach dem Ersten Weltkrieg auf 800 Arbeitsplätze erweitert worden. Aufgrund allerdings kriegswirtschaftlicher Gesichtspunkte so geplant und eigentlich wegen des An- und Abtransportes der Rohstoffe oder Fertigprodukte nur bedingt rentabel. Für die Tagesproduktion von etwa 100 Tonnen Hartfett verkehrten ständig etwa 30 Eisenbahnwaggons zwischen Quickborn und Hamburg. Ab 1925 wurde die Produktion nach Brake an der Unterweser verlagert und im Februar 1929, noch vor der großen Weltwirtschaftskrise, der Betrieb in Quickborn ganz eingestellt. Der Niedergang der Industrie war verheerend für den Ort. 1932 zählten 58,4% seiner Bevölkerung zu den Unterstützungsempfängern. Die große Wirtschaftskrise hatte immer mehr Arbeitslose aus den Großstädten hierher abwandern lassen, vor allem in die Quickborner Heide. Makler kauften die Gelände der Sprengstoffwerke auf, Bunker und leerstehende Gebäude wurden für Wohnzwecke hergerichtet. Hier in der Heide und an anderen Stellen des Außenbereiches bauten die Menschen sich primitive Lauben aus Holz und Wellblech. Einer schrieb über den Hauseingang: Ich habe gebaut nach meinem Sinn. Wer es besser kann, der stelle ein anderes hin. Zunächst wurden diese Hütten als Wochenendwohnsitze für den Sommer deklariert, dann aber in den ersten Wohnsitz umgewandelt. Die bisher großstädtischen Arbeitslosen und Wohlfahrtsempfänger fielen nun der kleinen Gemeinde Quickborn zur Last, zusätzlich zu ihren eigenen Erwerbslosen. Einer Bebauungsplanung jedoch widersetzte sich die Gemeindevertretung.
Man sorgte sich darum, dass viele Kleinsiedlungen entstehen könnten mit einer Bevölkerung, die für ihre Ziegen und Kaninchen so manchen Feldraub begehen würde. Die Aufsichtsbehörde veranlasste schließlich 1929 eine Generalplanung, die aber zu spät kam und infolge der politischen Veränderung nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten nicht mehr zur Ausführung gelangte. Die ersten B-Pläne wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt, als sich die Bevölkerung von rund 4.000 im Oktober 1939 auf etwa 8.000 Einwohner im Jahre 1945 verdoppelt hatte und eine enorme Wohnungsnot herrschte. Es galt vor allem die Heimatvertriebenen, die einen Bevölkerungsanteil von etwa 40% ausmachten, auch hinsichtlich der Wohnsituation einzugliedern und das Leben in Baracken und die Zwangsbewirtschaftung von Wohnraum überhaupt abzubauen. Ein neuer Siedlungsschub setzte daher um 1951 ein. In diesem Jahr wurden etliche Einzel- und Doppelhäuser errichtet, vor allem aber die Bauten an Feld Behn und Bahnhofstraße begonnen, im B-Plan 1. Die Eisenbahn war schon 1912 auf eine Trasse etwa 700 Meter östlich der Kieler Straße verlegt worden. Doch der Weg vom Ortskern zum Bahnhof verlief durch feuchte Wiesen. Erst jetzt, 1951, schob sich der Siedlungsraum nach Osten an die Bahn heran. Geschossbauten wie die an der Feld-Behn-Straße entstanden in den 50er Jahren auch an anderen Stellen. Weiterhin jedoch wurde das Ortsbild maßgeblich durch Kleinsiedlungen bestimmt, wie diese von 1950 bis 1953 in der Lessingstraße. Ein Jahrzehnt später kauften Bauträger Flächen von Dutzenden von Hektar auf und erstellten vorwiegend Bungalows oder andere Eigenheimsiedlungen mit hinreichend großen Grundstücken, sodass Quickborn zu einer begrünten Gartenstadt wurde. Bis zur Rezession von 1966-67 boomte der Eigenheimbau. Einer der Bauträger gewann einen so namhaften Architekten wie Professor Richard Neutra. Von Bedeutung für diese Tendenz zum Wohnen im Grünen wurde die erste deutsche Fertighausausstellung 1963 auf dem Höhepunkt der Konjunktur. Quickborn kam unter Bauherren ins Gespräch. Am Ende der 60er Jahre aber begann die Zeit der Wohntürme auch in Quickborn Einzug zu halten. Je knapper und teurer der Boden in Quickborn Ort wurde, desto mehr lockten die großen Areale der Heide. Auch hier erschlossen Bauträger die Landschaft, doch überwog lange die individuelle Planung. Mit der Eröffnung der Autobahn A7 im Jahre 1972 und damit der Möglichkeit, binnen kürzestem, sofern der Verkehr sich nicht staute, die Hamburger City zu erreichen, erhöhte sich die Anziehungskraft dieses Ortsteils noch beträchtlich. Alsbald war auch hier das flächige Siedeln auf Grundstücken oberhalb von 1000 Quadratmetern nicht mehr möglich. Als 1981 eine Einfamilienhausausstellung dem Erfolg von 1963 nachzustreben sich bemühte, fielen die Bauplätze schon relativ klein und teuer aus. Wohnen im Grünen, in Bungalow oder Gartenvorstädten, im Ort oder in der Heide. Das bedeutete aber auch eine zunehmende Tendenz zur Schlafgemeinde. Hunderte von Quickbornern waren Pendler, zumeist in Hamburg beschäftigt und oft mehr dorthin als an der Wohngemeinde orientiert. Als Industriestandort hatte Quickborn nun seine schmerzhaften Erfahrungen aus den 20er Jahren. Nach den wirtschaftlichen Zusammenbrüchen war wenig geschehen, hier wieder Arbeitsplätze zu schaffen. Eine Ausnahme machte nur die 1934 auf über 3 Hektar Gelände erbaute Überseefunkstelle der Reichsluftsicherung mit über 50 Stellen, die hingegen für eine ländlich strukturierte Gemeinde viel zu qualifiziert waren, sodass die Funker hier erst angesiedelt werden mussten. Über 3, später 6 mehr als 70 Meter hohen Eisengittermasten stand die Funkstation mit den deutschen Luftschiffen und Langstreckenflugzeugen in Verbindung, die bei ihrer Überquerung des Atlantik meteorologisch betreut wurden. Diese Sendemasten waren lange Zeit so etwas wie Wahrzeichen Quickborns, das damals auch die Funkgemeinde genannt wurde.
Seit 1950 wurde die Anlage als Wetternachrichtenzentrale betrieben. Jetzt ist sie, mit zweifelhafter Zukunftschance, agrarmeteorologische Forschungs- und Beratungsstelle, ist von der Beratertätigkeit für den Bereich der Luft auf denjenigen für den Boden zurückgekehrt. Die Sendemasten wurden entbehrlich. 5 von ihnen wurden 1991 abgerissen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann eine neue Ansiedlung von Gewerbe und Industrie. Freilich nicht ohne Probleme. Das erste Werk, die Getränkeindustrie Quibo, überlebte bereits die Währungsreform nicht, konnte aber als Schokoladenfabrik neu erstehen. Eine pyrotechnische Fabrik, 1975 in Konkurs gegangen, hinterließ nur Bunker und einen Weg, der nach ihrem Besitzer benannt ist. Erfolgreicher waren einige andere Investoren, etwa das Traktorenreparaturwerk Caterpillar. Oder die Enertechnik, ein namhafter Betrieb der Elektrobranche, der mittlerweile in Quickborn aber kaum noch expandieren kann. Ein größeres Gewerbegebiet erschloss Quickborn ab 1974, nachdem sich mit der Autobahnanbindung die Standortbedingungen um etliches verbessert hatten. Trotz der Erweiterung der Funktion Arbeiten ergab sich für die Mehrzahl der Quickborner keine Identität von Wohn- und Beschäftigungsort. Dazu war hier, wie im Grunde genommen überall im Siedlungsgürtel um Hamburg herum, eine viel zu eigentümliche Bevölkerungsstruktur entstanden. Das Spezifische dieser Struktur wird gerade in Quickborn-Heide deutlich. 1929 hatte noch der Gemeindevorsteher vom proletarischen Charakter der Heidebewohner gesprochen, von den leistungsunwilligsten Siedlern des Ortes. Heute sieht das Bild wahrlich bei weitem anders aus. Für Quickborn insgesamt gilt letztlich dasselbe. In wenig mehr als einem halben Jahrhundert war aus einer landwirtschaftlich bestimmten Großgemeinde erst ein, etwas kurzlebiger, Industrieort geworden. Mittlerweile nimmt der tertiäre Bereich ganz und gar die erste Stelle ein, was sowohl die Berufe der Bürger als auch die angebotenen Arbeitsplätze angeht. Quickborn vorwiegend Schlafgemeinde. Das kann durchaus auch positiv gewertet werden. Nicht nur der Anstieg der Einwohnerzahl von rund 8.000 1945 auf über 19.000 heute zog einen Wandel der Infrastruktur nach sich. Dann wäre er rein quantitativer Natur. Vielmehr bewirkte die Veränderung in der sozialen Struktur der hier lebenden Menschen zugleich einen qualitativen Sprung in Erschließung und Versorgung. Die darauf gerichteten vielfältigen gemeindlichen Anstrengungen fanden ihre Krönung am 6. Februar 1974, als Quickborn das Stadtrecht verliehen wurde. Kennzeichnend für jene Anstrengungen ist der Umstand, dass die Verwaltung erst fast auf den Tag genau 5 Jahre später in ein neues Rathaus umziehen konnte, weil andere Bauten, vor allem Schulen, Vorrang hatten. Am Beispiel der Schulen ist der qualitative Sprung besonders deutlich. Zwar wurden schon 1918 an der damaligen Volksschule die Schüler einige Jahre in einer gehobenen Abteilung auf den Unterricht weiterführender Schulen in Hamburg oder in Altona vorbereitet, und 1938 wurden reguläre Mittelschulklassen eingerichtet. Aber erst von 1956 an erhielten die Mittelschüler im sogenannten Schuldorf ihre eigenen Gebäude, die Heinrich-Hertz-Realschule. Schon bald wurde auch ein Gymnasium gegründet. 1969 zunächst als Ableger des Kopernikus-Gymnasiums zu Garstedt. 1970 eigenständig, 1972 in einem Neubau, der bis 1977 ständig erweitert werden musste und doch immer mehr aus den Nähten platzte. Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium wurde daher geteilt. Und im neuen Schulzentrum im Süden des Ortes wuchs ab 1982 die Tochter heran, das jetzige Elsensee-Gymnasium. Zu gleicher Zeit wurde dort eine zweite, die Realschule Heidkamp, eingerichtet. Verändert hatte sich auch die alte Quickborner Schule, die als Hauptschule den Namen Erich Kästners erhielt. Die ABC-Schützen gehen seit Mitte der 60er Jahre nicht mehr hierher, sondern besuchen die 1951 eingeweihte Waldschule in der Heide,
die Goethe-Schule 1966 gebaut und die Grundschule Mühlenberg 1973. Quickborn hat mehrere Kindergärten in unterschiedlicher Trägerschaft und kann für 90% aller 3- bis 6-Jährigen Plätze anbieten. Erzählt werden soll hier von der städtischen Kindertagesstätte, die auf einem historischen Gelände errichtet wurde. Das Grundstück auf dem Bültenkamp, weit außerhalb des früheren Dorfes, wurde 1828 durch die Gemeinde erworben und mit einem armen Werk- und Arbeitshaus für 12 Unterstützungsempfänger bebaut. 1852 kamen Plätze für bis zu 30 Waisenkinder hinzu. Am Ende des Ersten Weltkrieges wurde hier auch ein Kindertagesheim eingerichtet. 1931 in der Wirtschaftskrise die Volksküche. In der NS-Zeit als Wilhelm Gustloff Haus, Stätte der Hitlerjugend, hieß die Anlage 1945 wieder Volksheim. 1949 wurde endgültig eine Kindertagesstätte daraus. Nach einem Brand von 1964 musste sie abgebrochen und neu errichtet werden. Die jüngste Erweiterung stammt aus dem Jahre 1992. Gleich neben die Stätte für Kinder stellte die Arbeiterwohlfahrt 1973 eine Altentagesstätte. Und ganz neu ist die Altenwohnanlage erst 1994 auf diesem uralten Sozialgrundstück eingeweiht. Hier findet man neuerdings auch, aus dem Rathaus umgezogen, die Sozialstation des Roten Kreuzes. Dem Engagement der Stadt für ihre Bürger, das sich noch weit umfangreicher dokumentieren ließe, entspricht ein Engagement der Bürger für ihre Stadt. Im Kultur- und Vereinsleben zeigt sich, dass wir es nicht nur mit Schlafstädtern zu tun haben. Das Eulenfest, 1975 initiiert und im September eines jeden Jahres gefeiert, ist mit seinen Veranstaltungen und einem großen Markttag der Ort und das Ereignis, an dem man alle die vielen Vereine erleben kann. Es steht in der Nachfolge früherer Schützenfeste, die ihrerseits eine Verbindung mit dem zu Kaisers Zeiten gefeierten Sedan-Tag eingegangen waren. Aber weder der Jugend-, Spielmanns- und Fanfarenzug, eine vielfach mit Preisen ausgezeichnete Formation, noch der Festzug der Schützen hat noch etwas Martialisches wie seinerzeit die Kriegervereine. Das Eulenfest hat bisher zumeist an Sonnentagen stattgefunden und von Jahr zu Jahr Besucherrekorde zu vermelden gehabt. Eine weitere neue Tradition ist der Besuch der schwedischen Lucia, die seit 1972 regelmäßig zum ersten Advent durch Quickborner Altenheime geht und eine zentrale Veranstaltung für alle durchführt. Die Lichterkönigin mit ihrem Gefolge kommt aus der Kommune Boxholm, mit der die Stadt seit 1974 partnerschaftlich verbunden ist. Der Männergesangsverein Liedertafel Vorwärts von 1863 und der Boxholmer Mannschor und ebenso die Sportvereine, aber viele Privatleute obendrein, sind seit Jahren wechselseitig Gastgeber und Besucher. Zwei weitere Städtepartnerschaften ging Quickborn 1990 ein. Zum einen mit der Kleinstadt Uckfield in der Grafschaft East Sussex. Nach vielen Besuchen und Gegenbesuchen, denn eine Quickborner Delegation stand schon 1979 auf der High Street dieser Stadt auf der Suche nach einem Partner. 1985 vertieften sich die Begegnungen. Der Festakt Twinning 1990 in Quickborn wurde durch die Musik eines 60-köpfigen Jugendspielzuges der Scout and Guide Band zu einem triumphalen Erlebnis. Seit 1992 gibt es in Uckfield auch einen Weg namens Quickborn Walk. Zum anderen ist die Eulenstadt mit der mecklenburgischen, idyllisch in der Seenplatte gelegenen Stadt Malchow kurz vor dem Beitritt der neuen Bundesländer eine Partnerschaft eingegangen, die auch viele kulturelle und persönliche Begegnungen ermöglicht. Diese vier Städte sind aufgrund einer Quickborner Initiative auch untereinander verschwistert, indem sie wechselseitig ein 14-tägiges sommerliches Jugendcamp ausrichten und so ihren Beitrag zu kleinen, internationalen Begegnungen leisten. Quickborn. Auf bescheidene Weise eben auch, sagen wir es ruhig, ein Jungbrunnen für ein künftiges Europa,
wo sich der Boxholmer Steinbock vor den quicken Born legt und die Eule einen Platz in der Ackfielder Eiche sucht.